ein Adeligen vergiften. Das hört sich nach Spaß. Das hört sich spaßig an. Knapp 1000 braucht der. Der braucht auch. Er braucht noch 2300. Oh, knapp 1000. 1500. Die auf jeden Fall. So, der braucht ja nur knapp 1000. Der braucht, die braucht auch nur knapp 1000. Yeah. Jo, alles klar. So, ihr habt noch einen zu viel, das heißt, ich könnte noch theoretisch einen auf Mission schicken. Hier nur ein. So. Okay, beenden wir die Sequenz. Sajin Auditore. In der Stadt erzählt man sich, ihr verließet uns. Bleibt nichts, was ich tue, geheim? Keine Sorge, Bruder. Der Kapitän eures Schiffs ist ein Freund. Doch jetzt geht erst einmal keiner von euch irgendwohin. Die Janitscharen schlossen die Sperrkette am Eingang des Halitsch und riegelten die Stadt ab bis zu eurer Ergreifung. Sie spannten die Kette für mich? Wir werden später feiern. Hier... Ich habe etwas für euch. Vorsicht. Es ist 50 mal stärker als unsere normalen Bomben. Segel setzen. Manuel ist über das Meer aus der Stadt geflohen. Die Janitscharen wollen Ezios Tod. Gehen Sie die Janitscharen aus dem Weg und verlassen Sie die Stadt, um Manuel zu folgen. Jemanden mit der Klinge töten. Bene, ich weiß, was zu tun ist. Die Spannung ist greifbar. Yusuf wartet. Un favore. Ja. Es gibt da eine Frau mit einem Buchladen am alten Polo-Handelsposten. Sophia. Passt auf sie auf. Sie ist eine außergewöhnliche Frau. Ihr habt mein Wort. Ruft eure Männer. Das hier wird Aufsehen erregen. Ach, Yusuf. Guter Freund. Abgemacht. Geht vor. Kauft schon mir dabei. Ein wenig Zeit. Vielen Dank, Freunde. Los geht's. Action!
jedenfalls läuft er wie einer. Scheiß auf die 100%. Sie wollen euer Schiff aufhalten. Ihr kümmert euch darum. Wir säubern die Docks. Griechisches Feuer. Ich mag die Art, wie ihr denkt, Ezio. Ich auch. Ich mag auch die Art, wie ihr denkt. Sehr gut, ich hab's geschafft. Da ist mein Schiff. Das muss ich bekommen. Alter, komm, Ezio. Was macht Ezio? Was machst du denn da? Sorry, Freunde. Das sollte amüsant werden. Er kann uns nicht besser. Das war nicht gerade sehr subtil. Sie verzeiht die Verspätung. Sequenz 6 beendet. Ab geht's in Sequenz 7. Du weißt doch etwas, oder? Du weißt, was da draußen ist. Ich habe eine Idee, ja. Komm schon, Bill, du machst keine halben Sachen. Was glaubst du, finden wir? Mit etwas Glück noch einen Schatz. Mit sehr viel Glück. Etwas, das diesen verdammten Krieg beendet. Das ist mir zu hoch, Bill. Hör zu, Sean, ich weiß wirklich nicht, was wir finden werden. Aber was es auch sein mag, die Templer dürfen es nicht haben. Bereust du etwas, Desmond? Zum Beispiel? Das Ausreißen, deine Eltern zu verlassen, einen Scheißjob zu machen und so zu tun, als wärst du produktiv? Wie ist es, wenn man sich sein ganzes Leben vor schweren Entscheidungen drückt? Ach, komm. Klar, du bist ein Assassine. Aber es war nicht deine Wahl. Worauf willst du hinaus? Ich will wissen, ob du etwas bereust.
Sicher. Ich wünschte, ich hätte mehr Geduld mit meinen Eltern gehabt. Ihnen mehr zugehört. Und Lucy. Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn ich... Ich weiß es nicht. Dankeschön. Wofür? Für etwas Vernunft. Sean, geht es dir gut? Klar, ja, alles gut, ja. Wir sind Assassinen, oder sind wir das nicht? Warum sollten wir überrascht sein, wenn dann und wann einer von uns stirbt? Jeder Tod ist eine Tragödie, für irgendjemand irgendwo. Was ich gerne wüsste, ist Desmond den ganzen Ärger wert? Was ist er? Ist er der Auserwählte, ist es das? Little Jimmy Special oder sowas Bescheuertes? Ich glaube nicht. Aber was er hat, ist selten. Seine Gene enthalten hohe Konzentrationen der DNA der ersten Zivilisation. Nur einer von 10 Millionen hat so viel Glück. Ah, der Sicker-Effekt. Gehört das dazu? Ich glaube schon. Ich wünschte, wir hätten früher von seiner Gabe gewusst. Aber die Templer merkten es vor uns. Und sie fanden ihn zuerst.